Ja, gibt es Fragen zu dem aktuellen Stand und Co.? Wir haben sonst nochmal den Hinweis nachher, ja, den gesehen. Sonst nochmal kurz in Erinnerung, nachher im World Café, da unser Gastgeber denn Rolf sein wird, da wird genau dieses Thema nämlich sein: Was erwarte ich davon? Wie kann ich mich einbringen? Wie könnte es funktionieren? Das muss unbedingt berücksichtigt werden. Wie gesagt, ist nachher Bestandteil vom World Café an der Ecke. Ich wollte ursprünglich auch irgendwas fragen, habe ich aber vergessen. Erstmal Marcel. Dankeschön. Also ich finde die Bündnisidee immer noch sehr spannend und bin gespannt, wie das da weitergeht und ob das wirklich Realität wird, was ihr da vorhabt oder was wir da vorhaben. Du sagtest, da bin ich völlig bei dir, dass wir am Ende auf der LMVB darüber abstimmen müssen, ob die Piraten das wollen und da mitziehen und auch dann auch darauf verzichten, eine eigene Liste aufzustellen, damit wir das darüber abstimmen können, sollte natürlich irgendwann auch so innerparteiliche Diskussionen dazu starten. Das setzt voraus, dass es irgendwie relativ oder möglichst konkretes Angebot gibt, also wie das Bündnis aussehen kann, welche Bedingungen da sich für die Piratenpartei stellen. Was denkst du denn, ist so der Zeitraum, bis dieses Angebot, ich nenne es jetzt einfach Angebot, vorhanden ist, über das man innerparteilich diskutieren kann? Und wann könnte man innerhalb des Landesverbandes darüber abstimmen? Ja, ich denke mal, dass also die Zeit, die wir noch brauchen werden, um wirklich auch alle Fakten dann zusammen zu haben, um abwägen zu können, was ist auch für uns als Piratenpartei die richtige Entscheidung, dass du das also jetzt vor dem Sommer wahrscheinlich nicht hinkriegst, dass man das im September machen würde. Ich weiß nicht, ob da jetzt schon eine neue LMV sowieso, eine nächste geplant war. Aber ich denke, das wäre der Zeitraum und das würde auch reichen, weil wir dann praktisch ein Jahr vor der Wahl wären und die, ich glaube, 2011, die Aufstellungsversammlung war, glaube ich, im Februar des Wahljahres, ne? Februar 2011. Also das wäre, würde auch reichen, ja, wenn man im September die Entscheidung trifft und dann dementsprechend eben vorbereitet, ob eben nur mit eigenen oder nicht mit eigenen Kandidaten. Die Konzeption des Bündnisses sieht so aus, dass das praktisch ein Personenbündnis ist. Du hast ja in der Zivilgesellschaft viele Träger, weiß ich, ob das jetzt Greenpeace ist, BUND oder andere, die haben Satzung, wo zum Beispiel Parteineutralität drinsteht oder weiß ich, Parteiunabhängigkeit. Letztendlich werden die aber auch über bestehende etablierte politische Parteien finanziert, also beziehungsweise die haben da auch ihre Leute, die dann dafür sorgen, dass sie bestimmte Fördermittel kriegen für Projekte. So, das heißt, die werden sich nicht als Organisation praktisch aus dem Fenster lehnen und in Konkurrenz zu anderen Parteien antreten. Aber es gibt die Variante, dass Leute aus der jeweiligen Organisation, die auch bekannt sind, dass sie dabei sind, dass die praktisch als Einzelperson in diesem Wahlbündnis mitmachen und auch auftreten. Also sozusagen, wenn du so willst, so ein Konzept, wie ein Konzept, Köpfe mit Themen. Ja, dass das Leute sind, wo jeder weiß, wie sich, wenn Steffen eben dabei ist, Steffen Geier, der steht für die Hanfparade. Du hast Pfandbon Emily, gut, das geht nun nicht mehr, die lebt nicht mehr, aber so das Fakt, oder dass du, nimm mal ein anderes Beispiel, wenn du weißt, da ist Frau sowieso und die ist von der Bürgerinitiative Tempelhofer Feld, 100% Tempelhofer Feld, dann hat auch jede Berlinerin, jeder Berliner eine Vorstellung, weil er weiß, aha, klar, da wurde ja dem Senat auch vor Schienbein getreten, ja, mit dieser Initiative. So, also das heißt, du hast so eine Mischung, wo aber, und wo dann eben auch logischerweise sich Piratinnen, Piraten einbringen, aber nach Möglichkeit eben auch, weil sie sich also als auch authentische Menschen, die, weiß ich, für bestimmte Inhalte stehen, weil die eben, weiß ich, wir haben ja, das spielt ja auch eine Rolle, die Frage der wachsenden staatlichen Überwachung spielt auch bei den Bündnissen entsprechend eine Rolle oder auch der zunehmenden Verwertung von persönlichen Daten in privatwirtschaftlichen Interessen und so weiter. So, und wenn du jetzt eben da Leute hast, die sich da einbringen und eben auch für bestimmte Inhalte stehen und auch von dann, das wird man sehen. Also wie gesagt, das werden die Bürgerinnen und Bürger letztendlich selbst entscheiden. Das gibt so einen Gedanken, ähnlich wie Podemos und andere das machen in anderen Ländern, offene Vorwahlen zu organisieren.
Und dann sind es eben die Bürgerinnen und Bürger in ihrem Stadtteil, in ihrem Wahlbezirk, die selber bestimmen, wer auf der Liste steht und auf welchem Platz. Also eine, wirklich eine ganz neue Herangehensweise. Aber letztendlich zur Frage nach dem Termin aus der Sicht des Bündnisses, wir haben ja noch Zeit. Also September, denke ich, ist vor September. Okay. Alles klar. Die nächste Frage. Also ich habe eigentlich zwei Fragen. Die eine Frage ist, sind noch andere Parteien sozusagen angefragt beziehungsweise mit im Boot? Und das andere ist, wie kann das auf Bündnis, also auf Ebene der Bezirke laufen? Weil in den Bezirken, also würden dann eventuell die Piraten doch einzeln kandidieren, weil sie der Meinung sind, sie wollen das jetzt so machen, oder weil es unter Umständen keine Bündnispartner gibt, beziehungsweise jedes Bündnis auf Bezirksebene würde ja völlig anders aussehen. Letztendlich habt ihr dazu schon eine Idee. Also was die Bezirksebene, fangen wir mit der Frage an, was die Bezirksebene anbelangt, das hat noch keine Rolle gespielt, weil sozusagen im ersten Schritt ging es erstmal um die ganze Frage berlinweit. Das Einzige, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ich stelle es mir kompliziert vor im Wahlkampf, wenn du sozusagen gleichzeitig Plakate hast von so einem neuen Wahlbürgerbündnis, nenne ich das jetzt mal, der Name steht ja auch noch nicht fest, und dann auch noch die Piratenplakate in den Bezirken, weil das wahrscheinlich viele Leute dann ja nicht mehr mitkriegen, wer wofür kandidiert. Also gut, aber letztendlich musste denn von den entsprechenden Gremien auch beschlossen werden. Da sehen wir, frühzeitige interparteiliche Diskussion wird wichtig. Jetzt hatte sich die Jazz gemeldet, die diskutiert aber lieber gerade mit NRW. Nee, da war ja noch die erste Frage. Entschuldigung. Stichwort. Erste Frage war? Ah ja, genau, okay. Genau. Also zu Anfang war dabei der Vorsitzende der Tierschutzpartei. Die Tierschutzpartei Berlin wird zurzeit nämlich vom Bund geleitet und also war der Bundesvorsitzende dabei. Der ist dann aber danach aus anderen Gründen aus der Tierschutzpartei ausgetreten, weil er sich auf sein Europamandat konzentriert. Wahrscheinlich weiß er nicht, was er mit dem Geld machen soll. Und wer bei allen Treffen bisher dabei war und auch immer noch ist, ist Vertreter der die Partei, also der Berliner Gruppe. So, wobei da aber dieselbe Frage steht, die müssen auch bei sich klären, ob sie auf eine eigene Kandidatur verzichten zugunsten eines möglichen Bürgerbündnisses. Ja, das haben die auch noch nicht entschieden, das weiß ich. Die Linke habt ihr auch mit im Boot, oder? Es sind auch Mitglieder der Linken dabei, die aber damit rechnen müssen, weil es keine Doppelmitgliedschaft gibt bei den Linken, dass sie dann ausgeschlossen werden. Das gilt auch für Sozialdemokraten, die auch dabei sind. Ich sehe das ein bisschen kritisch, dass ich hier ich finde es sehr naiv, muss ich sagen. Die Abgeordnetenhausfraktion wird kritisch gesehen, so nach dem Motto, wir hätten unsere Versprechungen nicht erfüllt, aber wie soll es durch diese Bürgerbewegung möglich sein, irgendwelche Versprechen zu erfüllen, wo ich noch nicht mal wirklich Gemeinsamkeiten sehe. Ich sehe, ja, du sagst, einen Querschnitt durch die progressive Bevölkerung. Aber das sind noch weniger Gemeinsamkeiten als jetzt irgendwie die Piraten untereinander oder jetzt neue Bewegungen, ne, die AfD oder Podemos. Und die zerlegen sich fürchterlich aufgrund der inhaltlichen Differenzen. Hier gibt es außer Unzufriedenheit mit Bürokratie und so ein paar progressiven Zielen keine irgendwie Gemeinsamkeiten. Und da frage ich mich wirklich, wie soll das diese Bewegung schaffen, die Bürger dann nicht noch mehr zu enttäuschen, weil gerade wenn die Bürokratie als großes Problem ist und das Demokratiedefizit, wir Piraten kämpfen da in den Parlamenten und sehen, wie viel Arbeit das ist. Und es ist hauptsächlich verdammt viel Arbeit, wissen das diese Bündnispartner und auch, dass es mehr als 5 Jahre dauert, dass unsere Ziele teilweise für Jahrzehnte angelegt sind, bis wir sie erreichen und nicht so einfach im halben Jahr umsetzbar sind. Das ist, ich glaube, da gibt es dann eine ganze Menge mehr an Enttäuschung und innerhalb von einem Jahr eine neue Bewegung zu etablieren, die so, hey, wir sind alle unzufrieden und wir schaffen das jetzt, hinkriegt, das sehe ich auch als sehr kritisch. Gerade so bei unserer, obwohl wir so viele Gemeinsamkeiten haben, so viele Menschen, die dann auch nicht inhaltlich zusammenarbeiten können. Na gut, also Hellseher sind wir natürlich beide nicht. Also die inhaltliche Arbeit läuft. Es gibt verschiedene Arbeitsgruppen. Das wird also auch demnächst einen fertigen Entwurf geben. Für die Präambel ist er schon fertig, Programmentwurf. So, das heißt, du musst dir vorstellen, das sind zum größten Teil
ja Leute, die jahrelange politische Erfahrung haben, die also zum Teil 25, 30 und noch mehr Jahre in ihren jeweiligen Gruppierungen aktiv sind, die also die natürlich auch Erfahrung haben mit den verschiedenen Vertretern der Parteien und. Also so, und das heißt, die Frage der, dass man sich inhaltlich sozusagen Minimalkonsens gibt, viele kennen sich auch aus der Friedensbewegung, das ist schon klar, daran wird aber gearbeitet. Also da entstehen jetzt die entsprechenden inhaltlichen Plattformen oder Papiere und die müssen dann letztendlich gemeinsam abgestimmt werden. Also innerhalb dieses Bündnisses, ist klar. Die Diane. Ja, ich wollte eigentlich nur noch mal darauf hinweisen, die Piratenpartei ist eine Partei. Und ich habe im Moment von dem, was du erzählt hast und was ich von Fabio gehört habe, ja nicht den Eindruck eines Bündnisses, sondern einer feindlichen Übernahme. Und ich sehe das auch sehr kritisch. Ich glaube, Parteien haben durchaus einen Sinn. Wir werden ein Wahlprogramm haben, das wir demokratisch abgestimmt haben, hinter dem dann wahrscheinlich so 1000 Leute stehen. Diese Bürger, die hinter denen keine Partei steht, vertreten nur sich selbst und ihre eigenen Partikularinteressen oder die vielleicht von einer Gruppe, von der sie bezahlt werden, um diese Interessen zu vertreten. Ich finde es auch irgendwie naiv, wenn wir wenn wir nicht die Leute ins Boot holen, sondern uns von diesen Leuten praktisch selber vereinnahmen lassen. Ich finde es nicht gut. Ich finde, wir sind eine Partei, wir sollten zu unserem Programm stehen und dort als Partei antreten. Ich kann nur sagen, natürlich gibt es da verschiedene Standpunkte. Deswegen müssen wir ja die Debatte innerhalb unserer Partei führen. Dass aber Bewegungen durchaus was erreichen können und auch in kurzer Zeit, also da brauchst du nur in andere Länder Europas gucken. Ja, Podemos zum Beispiel in Spanien ist eine Bewegung und keine Partei. Wobei wir jetzt doch inhaltlich diskutieren. Ich würde gerne dabei bleiben, dass wir nur zum aktuellen Stand als solches halt bleiben. Ja, also mein Beitrag, der geht so. Ich sehe jetzt gar keinen Unterschied zwischen dem Bündnis, was da jetzt entstehen soll, und einer Partei, außer dass es im Prinzip eine neue Partei wird. Die Piratenpartei ist ja im Prinzip mal angetreten als ein offenes Bündnis und sie ist ja auch nach wie vor noch ein offenes Bündnis. Das heißt, wir haben eigentlich kein Problem, dass andere Menschen zu uns reinkommen. Wir können im Prinzip diese Bündnisidee eigentlich auch repräsentieren und verwirklichen. Die Leute können halt zu uns kommen. Ich sehe jetzt wirklich keinen Grund, warum wir jetzt eine neue Partei mit aufbauen sollen, indem wir unsere Sachen sozusagen aufgeben. Eine andere Form der Politik, die fängt ja nicht an, indem wir jetzt sagen, wir machen eine neue Partei, sondern die fängt ja an, indem wir eben uns Gedanken darum machen, wie wir das Parlament vielleicht anders aufbauen, wie wir die Parteien insgesamt loswerden. Und das schafft das Bündnis, so wie du es darstellst, meiner Ansicht nach nicht. War jetzt keine Frage, also brauche ich dazu jetzt so nicht sagen. Sehr gut, wir lernen dazu. Ja, jetzt hörte ich ja schon, wir sollen hier nicht über die Bündnisse irgendwie, sondern über den Stand diskutieren. Das mit den Bündnissen ist ja soweit nicht neu. Ich kenne das aus NRW, auf kommunaler Ebene her, da gründen sich Bündnisse und schließen sich zusammen zu einer Partei, weil nur eben Parteien wählbar sind. So ist es auf jeden Fall auf kommunaler Ebene. Bei den Bündnissen, ja, und jetzt kritisiere ich das trotzdem noch, ich gehe da jetzt mal raus, ist es dann einfach so, dass es dann bei den Stadträten von den großen etablierten Parteien ganz interessant gemacht wird. Da gründet sich zum Beispiel ein Bündnis, das ist gegen eine Straße oder gegen eine Bepflanzung oder gegen eine Holzung oder was weiß ich auch nicht immer. Also relativ kleine Geschichten. Die großen Parteien nehmen dieses Thema, sagen, okay, hey, kriegt ihr, ne, geben wir statt, euer Antrag kommt durch und damit ist das Bündnis irgendwie weg. Somit auch für die nächsten 5 Jahre aus dem Stadtrat, Kreistag, was auch immer bei uns immer. Was sich auch bei uns mit den Bündnissen ergibt, sind Bürgermeisterwahlen. Auch dort gründen sich Bündnisse, die leider auch nicht immer so sehr lange Bestand halten. Also das, was jetzt, deren Namen ich jetzt leider nicht kenne, vor mir sitzend sagte, wir haben ja ein Wahlprogramm und so weiter. Und auch dort ist es so, irgendwie haben wir auch eine Satzung, also wie diese Partei funktioniert und so weiter, wozu sich ja Leute bekannt haben, weswegen sie ja auch irgendwie in dieser Partei sind und so. Da habe ich ein bisschen die Schwierigkeiten. Ja, nee, leider habe ich nichts mehr zum Thema. War jetzt auch keine Frage. Ja, ich, für die Leute, die kriegst du im restlichen Raum nicht mit, manchmal schiebe ich von hinten nach. Nein, erstens Phil dran.
kurz fassen, wir sind der Zeit hinterher. Ja, okay, also ich will es ganz kurz zusammenfassen. Es gilt also festzuhalten, dass der Antrag, den wir auf der LMV beschlossen haben, nicht durchzusetzen ist. Das heißt also, dieser Antrag ist nicht umsetzbar, offene Listen zu machen mit anderen, weil die einfach kein Interesse daran haben. Das heißt, das können wir erstmal abhaken. Wir müssen jetzt gucken, wie wir uns weiter aufstellen können. Eine neue Bürgerliste, ja, ist so, wie wenn man eine neue Partei gründet. Und hältst du das wirklich für realistisch, dass diese neue Partei ja, machbar ist, also mit Piraten da drauf, mit allen möglichen NGOs, die auch ihre eigenen Interessen verfolgen, die ja eigentlich eben als NGOs, also Nichtregierungsorganisationen, dann eine Macht im Parlament anstreben? Das ist alles rechtlich also wirklich sehr, sehr schwierig zu machen, zumal dann so ein neues Bündnis beziehungsweise eine solche neue Partei wirklich von null anfangen müsste, müsste also quasi wieder überall auch Unterschriften sammeln und so weiter und so fort. Also das ist halte ich für gar nicht realistisch. Und nochmal deine Einschätzung, ob das wirklich realistisch ist. Ja, also erst zum Ersten, was den Beschluss der LMV betrifft. Wir hatten ja sozusagen offene Listen war eine Option. Haben wir ja im Bündnis dann auch erläutert. Aber gibt ja auch die Option, sozusagen eben selbst nicht anzutreten, zugunsten eben eines der Unterstützung eines Wahlbündnisses. Also das müssen wir eben noch diskutieren und dann letztendlich entscheiden. So, das andere, wie weit das realistisch ist, das wird man, denke ich, in den nächsten Wochen und Monaten sehen. Das wird man daran sehen, zum Beispiel, wie viele Leute und welche Leute sind auch bereit, mit ihrer Erstunterschrift eben in den Tageszeitungen ja, da eben auch für diese neue Sache mit Namen und Hausnummer auch gerade zu stehen. Also da wird man sicherlich gucken, wenn das nur 20 Leute sind, kannst du sagen, ja, das hat wahrscheinlich nicht so viele Chancen. Das Potenzial auf jeden Fall, denke ich, in Berlin ist vorhanden. Und ich sehe, also meine persönliche Meinung kann ich da nur sagen, ich habe ja auch jahrelang Infostände gemacht in Kreuzberg. Es, meiner Meinung nach ist die Chance, über 5% zu kommen beim nächsten Mal bei null. Denn wir hatten 2011 eine völlig andere politische Konstellation. Da hast du so viel Protestpotenzial auf einmal gehabt durch die 10 Jahre Rot-Rot. Das ist 2016 wird das eine ganz andere Situation sein. Genau, ich halte dagegen. Rolf, wird es in den Treffen von dem Bündnis diskutiert, womit man es im Ergebnis, wenn das alles klappt, bis nach der Wahl mit einer Fraktion im Abgeordnetenhaus, dass man es dann mit einer sehr stark diversen Gruppe zu tun haben könnte? Gibt es da ein bestimmtes Bewusstsein, die ja möglicherweise, auch wenn es sich in einer Art von Partei manifestiert, ist dann ja ein Zweckbündnis und kein Neigungs, also eine Zweckmitgliedschaft in einer Partei sein würde und nicht wirklich, weil man inhaltlich hinter dem sehr identifiziert ist. Ist das tatsächlich auch ein Thema, dass man über solche Sachen, wo kann das hinführen, spricht und mit welcher Ahnung? Ja, das war das Thema bei unserer letzten Klausur, deswegen kann ich dazu auch was sagen. Klar spielt das eine Rolle und das gibt eine Überlegung, ein Konzept zu finden oder Strukturen zu finden, dass künftig, wenn es gelingt, eben Mandatsträger eingebunden sind, dass du im Prinzip quasi ein imperatives Mandat hast. Das kannst du formalrechtlich ja so nicht durchsetzen, weil du hast ja diese Gewissensfreiheit bei den Abgeordneten, aber du musst dir was einfallen lassen, dass die Abgeordneten eingebunden sind, dass die sozusagen nicht diese parlamentarische Arbeit von einer Ausschusssitzung zur nächsten, sondern dass die als ihren Schwerpunkt haben, dass sie immer in dem Wahlkreis, von dem sie gewählt worden sind, dass sie dort eben an den Bürgerversammlungen teilnehmen, dass sie dort Rechenschaft ablegen müssen. Also sie müssen praktisch eingebunden sein in die Vielzahl der jeweiligen Bürgerinitiativen und Bürgerbewegungen. Das ist klar, da ist man, wie gesagt, wir haben das einmal diskutiert, aber der Ausgangspunkt war eben, dass du nicht haben willst, dass sozusagen Leute gewählt werden, die dann hinterher ganz was anderes machen, als sie vorher versprochen haben. Oder dass jeder da nur sein eigenes Brot backen will
und nicht sozusagen die gesamte inhaltliche Plattform vertritt. Aber diese inhaltliche Plattform, die gibt es. Die wird ja gerade erarbeitet und ist zu Teilen schon fertig. Das klingt nach, wir hoffen immer noch an dieses positive Menschenbild. Was jemand verspricht, tut er auch. Das ist spannend. Machen ja derzeit unsere 15 Abgeordnete auch nicht stringent. Ja, was ich noch dazu sagen wollte, ist, wenn wir da schon eine innerparteiliche Diskussion darüber führen sollten, ob wir dem Bündnis beitreten oder nicht, dann würde ich das schon für schädlich halten, weil das würde pressetechnisch wahrscheinlich ein Echo rauswerfen, was heißen würde, die Piratenpartei ist am Überlegen, ob sie sich auflöst. Und wir würden dabei auch nur verlieren, wir würden dabei nicht gewinnen. Auf keinen Fall, danke. Ich habe noch mal eine Verständnisfrage. Also habe ich das jetzt richtig verstanden, dass es bei diesem Bündnis darum geht, dass sozusagen diese Bündnisleute als Direktkandidierende antreten und die Listensache ist ganz raus, das machen irgendwie die Parteien wie immer oder irgendwie so. Habe ich das richtig verstanden? Weil das ging jetzt ein bisschen durcheinander, deswegen war mir das jetzt nicht mehr so ganz klar. Na gut, erstmal natürlich schon, aber du kannst, denke ich mal, davon ausgehen, dass die etablierten Parteien sich darauf nicht einlassen werden. Die werden also nicht darauf verzichten, Direktkandidaten aufzustellen. Und dementsprechend würde dann das Bündnis gezwungen sein, um eben Sitze erringen zu können, eben auch eine Landesliste aufzustellen. So, und dadurch hättest du dann spätestens an dem Zeitpunkt die Frage der möglichen Konkurrenz, je nachdem, wie wir uns innerparteilich entscheiden. So ist die Lage. Ich muss einfach noch mal ganz kurz auf die Kritik an der Fraktion eingehen, weil ich ja auch als einziger Vertreter hier dieser Fraktion hier sitze. Es ist natürlich so, dass es einige Leute gibt, die da in der Öffentlichkeit sehr viel zerschossen haben und dass diese Leute aber nicht die Fraktion sind, sondern dass die Fraktion aus vielen verschiedenen Menschen besteht, sodass man sagen kann, dass es Leute gibt in der Fraktion, die sehr konstruktiv und auch sehr, sag ich mal, vernünftig arbeiten und auf ihre Art und Weise arbeiten. Und es gibt halt Leute, die halt damit quasi schon abgeschlossen haben. Und das muss man wirklich sehr differenziert alles bewerten. Und das andere ist halt das, dass in der Öffentlichkeit halt Versprechen, also dass uns also quasi vorgeworfen wird, dass wir Versprechen nicht einhalten. Als kleinste Oppositionsfraktion kann man natürlich nicht diese Dinge, die wir 2011 oder die wir im Wahlprogramm stehen haben, in einer Legislaturperiode umsetzen. Gerade als, das sollte eigentlich jedem bewusst sein. Also ich sehe das eigentlich so, dass ich in meinen Gesprächen oder mit den Kontakten oder die ich mit den Bürgerinnen und Bürgern habe, immer versuche, das Beste dabei rauszuholen, dass wir das nicht umsetzen können jetzt und ad hoc. Das ist eigentlich, sollte eigentlich jedem klar sein. Und wenn Versprechen irgendwo gebrochen worden sein sollen, dann müssen die genau herauskristallisiert werden und die müssen dann natürlich auch bei einer neuen Aufstellungsversammlung und so weiter zum Thema gemacht werden. Nur sehe ich eigentlich, dass die Hälfte der Fraktion sowieso nicht mehr wieder antreten wird. Deswegen, ich wollte einfach diese pauschale Verurteilung der Fraktion so ein bisschen von mir weisen und das mache ich auch eigentlich in allen Gesprächen mit Leuten, die dann uns kritisieren, dass man halt darauf schaut, was haben wir wirklich tatsächlich gemacht und auch erreicht und das ist eine ganze Menge und ich glaube also, dass die Berlinerinnen und Berliner eigentlich die Piraten im Abgeordnetenhaus nicht missen wollen, sondern dass sie wollen, dass wir da weitermachen und dass wir da auch mit einer anderen Aufstellung, also mit Leuten, die wirklich motiviert sind, auch weiterhin dafür zu kämpfen, für unsere Ziele und Inhalte, dass die da richtig aufgehoben sind. Also nur ganz kurz, ich wollte weder Einzelne noch die gesamte Fraktion, was ihre Arbeitshaltung oder Arbeitsweise anbelangt, kritisieren. Ich wollte nur das wiedergeben, wie sozusagen der Eindruck ist in dem Bündnisbereich. Das heißt, ja, die sitzen ja nicht mit am Tisch, wenn ihr da Fraktionssitzung oder andere Sachen habt, sondern so, wie was sozusagen bei der Masse der Leute eben rüberkommt. Das muss ja nicht hundertprozentig richtig sein. Naja, ist klar. Ist klar. Gut. Nächste Frage von Ari. Frage könnte man alles ein bisschen falsch hier sehen. Also im Prinzip, das wird gerade Rolf gesagt hat, wie werden wir auf uns gesehen? Klar, es gibt wieder da differenziert, die sehen uns so, die sehen uns so. Jedenfalls die Fraktion wird schon so gesehen. Also jedenfalls in dem Bündnis und eben auch bei den Initiativen, ja, Politik 1.0, wir haben uns total integriert und so weiter. Das sind also tatsächlich das, was dort rüberkommt.
Und dementsprechend denke ich mir, sollten wir uns erstmal fragen, was sind wir? Sind wir, was Frithjof gesagt hat, eine politische Bewegung? Oder sind wir eine Partei im Sinne der Partei? Oder sind wir eine Partei im Sinne einer politischen Bewegung? Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Ja? Weil also das, was das Bündnis so sagt, neue Partei, brauchen wir nicht. Ja? Wir wollen also irgendwo, dass wir auch mitvertreten sind. Deswegen findet das ja auch statt. Und also ich persönlich finde es schade, dass wenn das dieses Bündnis, oder sagen wir mal so, wir haben als Piraten verschlafen, nämlich das zu tun, was wir eigentlich angesagt haben, weil das, wir haben diese einzelnen Initiativen nicht wahrgenommen. Und dementsprechend denke ich mir, das ist das Ergebnis, was sich jetzt daraus gebildet hat. Und ja, okay, ich merke schon, ich muss Schluss machen, sonst greift mir jemand ins Mikrofon. War jetzt keine Frage. Ja, ja. Es ist immer nicht so einfach, wenn man kein Mikro in der Hand einfach abzubrechen. Ich hätte nur gesagt, es haben manche Bezirke aber gemacht, wie zum Beispiel Steglitz-Zehlendorf, dass sie sich unten mit den Kleingärtnern zusammengepackt haben. Nee, Schottloch-Wilmersdorf. Und Ähnliches. Also es gibt in den Bezirken, je nachdem wie aktiv sie sind, gibt es halt diese Zusammenarbeit tatsächlich mit diesen Bündnissen. Und daher, das sprach vorhin Bettina nämlich das Thema ja an, wie passiert es mit diesem Bündnis auf Bezirksebene. Weil da laufen verschiedene Projekte in Zusammenarbeit. Mauerpark-Allianz. So, genau. Auch keine Frage, eher ein Statement. Also wir haben eine ganz wunderbare Struktur nach dieser Einleitung, wo genau diese ganzen Gedanken, die ihr hier habt und die auch eigentlich jeder von uns mehr oder weniger habt, dann eingebracht werden können. Im World Café zum Beispiel. Und jetzt geht es ja wirklich nur darum, das ist der Stand der Dinge und das Bündnis ist strittig, natürlich, da gibt es ja auch im Saal widerstreitende Meinungen. Ich würde es toll finden, wenn wir das zum Abschluss bringen könnten und nachher, wenn wir wirklich zusammensitzen, dass jeder dann nochmal aus sich rauskommt zu den Themen. Das war ein wunderschönes Schlusswort für diesen Themenblock. Vielen Dank, Rolf. Dann kommen wir zu...